Wer bist du und was machst du beim Startplatz? Ich bin Anna und ich arbeite für den Startplatz im Bereich Partnerschaften und Sales. Wie bist du zum Startplatz gekommen? Das war sehr unspektakulär. Ich habe einfach nach Jobanzeigen gegoogelt, mich beworben und 2 Wochen später hier angefangen. Was hättest du gern für eine Superkraft? Fliegen. Dann mal dich mal mit deiner Superkraft. Alles klar. Wo sitzt du im Startplatz? Im Coworking in der 3. Etage. Ich glaube, das heißt Lindenthal, der Raum. Was hast du studiert? International Business in den Niederlanden, allerdings nur bis zum Bachelor. Wir brauchen schon einen Master. Seit wann sitzt du schon hier im Startplatz? Seit knapp 2 Monaten. Was bedeutet der Startplatz für dich? Viele verschiedene Menschen, die aufeinandertreffen, ein bisschen Chaos, aber auch Freiraum, um an meinen Ideen zu arbeiten und die zu verwirklichen. Hast du einen peinlichen Spitznamen? Anna, nicht so peinlich, Monchichi, geht so. Wobei hat dir der Startplatz geholfen? Mir selbstständig meine Arbeit einzuteilen und an mir die Aufgaben zu schaffen, die mir auch wirklich Spaß machen und ja, mich dazu verwirklichen. Business Model Canvas oder Business Plan? Business Model Canvas. Vergangenheit oder Zukunft? Zukunft. Was ist das Erste, was du tust, wenn du in den Startplatz kommst? Mein Laptop aus dem Schließfach befreien und Kaffee, ganz wichtig. Aufzug oder Treppe? Aufzug, ich wünschte, das wäre die Treppe. Wo ist dein Lieblingsplatz im Startplatz? Auf dem Balkon. Ein Reim auf grün? Sprühen. Was hast du heute Morgen gefrühstückt? Einen etwas gewöhnungsbedürftigen Smoothie von Ikea mit so roten Früchten. War nicht so lecker. Wann fängst du morgens an und wann gehst du nach Haus? Von 9 bis 6, aber meistens dann doch eher von 9:30 bis 6:30. Hund oder Katze? Hund. Twitter oder Instagram? Instagram. Was ist dein Lieblingsgetränk aus unserem Kühlschrank? Die Fritz-Limonade mit Wassermelonengeschmack. Was kochst oder bestellst du am liebsten zum Mittag? Kochen tue ich grundsätzlich nicht. Ich hole mir am liebsten bei Kiosk Kim einen fettigen Käse-Hähnchen-Sandwich. Geklappt und mit viel Käse. Skiurlaub oder Strandurlaub? Beides. Wer oder was macht den Startplatz einzigartig? Die Menschen, die Atmosphäre. Was ist deine Lieblings-App? WhatsApp. Chaos oder Ordnung? Chaos. Mit wem würdest du gerne mal ein Bierchen trinken gehen? Mit Sven Müller, das ist der 3. Torwart vom 1. FC Köln, ich finde. Der muss auch mal erwähnt werden. Bücher oder E-Book? Bücher. Welche 3 Dinge würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Essen, ein Hörbuch und ein Gerät, das das Hörbuch abspielen kann. Was liebst du an deinem Job? Dass ich selbstständig frei arbeiten kann, umgeben von tollen Menschen. Gründer oder Angestellter? Angestellter. Wer oder was ist bei deiner Arbeit unverzichtbar? Kaffee, mein Laptop und die besten Kollegen. Highlight deiner letzten Woche? Das Bierfass, das nach einer Veranstaltung übrig geblieben ist, das wir dann getrunken haben. iOS oder Android? iOS. Ohne was gehst du nicht aus dem Haus? Ohne mein Handy. Natur oder Technik? Natur. Wofür investierst du das meiste Geld? Urlaub. Wovor hast du am meisten Angst? Gekitzelt zu werden. Wohin geht's als nächstes in den Urlaub? Entweder nach Schottland oder Portugal. Frühaufsteher oder Langschläfer? Langschläfer. Wie lange brauchst du morgens im Bad? 22 Minuten. Wer wärst du gerne für einen Tag? Harry Potter. Dann zeig uns mal dein Bild. Auf einem Fliegen. Super. Dankeschön. Bitteschön.